Die digitale Stadt ist nicht die Stadt, in der die Maschinen, die Roboter oder das Internet das Kommando übernommen haben. Die digitale Stadt ist die Stadt, in der die Menschen ihr Leben, ihren Alltag einfacher machen können, weil digitale Technik ihnen dabei hilft. Und was das alles sein kann, das schauen wir uns jetzt an. Würden wir dann auch immer vorsehen, das sehr stark aus der Bürgerperspektive so aufzubauen, von der Visualisierung, dass man ein entsprechendes Foto mit dabei hat, um es auch schneller identifizieren zu können. Für diese 100 Kilometer, 22 Kilowattstunden, jetzt ganz einfach, bei einer 11-kW-Ladestation wie diese, wäre das Auto nach 2 Stunden schon voll. Wenn ich aber in der Firma stehe, 8 Stunden, da habe ich ja ausreichend Zeit. Und da kommen dann diese intelligenten Ladelösungen. So dass wir zukünftig schneller Gutachten erstellen können und präziser arbeiten können, ohne dass ein menschliches Auge vorab drüber geschaut hat. Dortmund kann Digitalisierung und es kann Digitalisierung für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Das haben wir gesehen und daran werden wir intensiv weiterarbeiten.